trust I seek, and I find in you. Open mind for a different view. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Ich habe mal ein paar neue Informationen für euch, was sich unter anderem auch ein bisschen mit Leaks und Gerüchten vereint. Und zwar für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, es soll angeblich einen 750 Millionen Deal zwischen Rockstar Games und Sony geben. Der ein oder andere von euch kann sich mit Sicherheit schon denken, was es mit so einem 750 Millionen Deal auf sich hat zwischen Rockstar Games und Sony. Der Grund ist ganz einfach. Ihr kennt alle, das ist auch plattformabhängig. Das hat Microsoft, Xbox und auch PlayStation, die sogenannten Exklusivtitel oder exklusive Vorteile. Und zwar geht es einfach darum, laut Foxy Games UK soll Sony ein bisschen geplaudert haben. Und zwar soll Sony gesagt haben, dass es einen 750 Millionen Dollar Deal zwischen Sony und Rockstar Games geben wird, was GTA 6 betrifft. Und zwar will Sony sich 30 Tage früher die Rechte an GTA 6 verschaffen. Das heißt, laut diesem Deal, also mit diesem Deal, will sich Sony halt einen kleinen Vorteil verschaffen gegenüber Microsoft. Das klingt gar nicht mal so abwegig und ist auch ziemlich schlau, wenn ich das mal so sagen darf, weil Sony und Microsoft sind ja jetzt nicht die besten Freunde, sondern Konkurrenten. Und man tut eigentlich alles dafür, um besser abzuschneiden, um die Konkurrenz ein bisschen abzuhängen. Es ist ja kein Geheimnis mehr, dass die neue Xbox, leistungsstärker, also viel leistungsstärker als die neue PlayStation 5 wird. Das ist ja kein Geheimnis. Aber trotzdem zieht Sony ein kleines Ass aus dem Ärmel, um sich doch noch ein paar Kunden mehr für die PlayStation 5 zu bewerben oder ranzuholen, sag ich jetzt einfach mal. Und zwar soll es, wie gesagt, laut Foxy Games UK, ich verlinke euch diesen Artikel auf jeden Fall mal unten in der Videobeschreibung, könnt ihr mal selber abchecken. Auf jeden Fall soll es diesen Deal geben. Damit will Sony einfach die 30 Tage für sich beanspruchen. Das heißt, wenn GTA 6 released wird, wird es GTA 6 nur, also erstmal für die ersten 30 Tage nur auf der PlayStation 5 geben. Nicht auf der Xbox und auch nicht auf dem PC. Wobei ich mir so ziemlich sicher bin, dass die PC-Version von GTA 6 auch wieder, ein gutes Jahr auf sich warten lässt. Aber das ist, wie gesagt, gar nicht mal so schlecht, was Sony da plant. Weil wenn wir uns direkt einfach mal so die Bandbreite der GTA-Community anschauen, dann könnte sich das für Sony auf jeden Fall lohnen. Weil wenn es etwas Neues gibt, sind alle von uns gleich. Wir wollen es sofort haben, wir wollen einer der Ersten sein, die es haben, die es spielen wollen und so weiter und so fort. Und genau das macht Sony sich jetzt zum Vorteil, oder will Sony sich zum Vorteil machen, indem sie sich halt die Exklusivrechte an GTA 6 sichern. Das heißt, für die Spieler, die nicht warten können, die alles immer sofort haben wollen, unter anderem ich auch, macht es Sinn, dass Sony auf diesen Deal eingeht oder Rockstar Games diesen Deal anbietet. Das heißt, wenn Rockstar Games bzw. GTA 6 released, wird es erst auf der PlayStation 5 verfügbar sein, für 30 Tage. Das heißt, Sony will damit erreichen, dass sich viele Leute einfach die PlayStation 5 kaufen, um halt GTA 6 30 Tage vorher vor den anderen spielen zu können. Wie gesagt, das Ganze ist nur ein Gerücht. Laut Foxy Games UK soll es diesen Deal geben. Wobei Rockstar Games und Take-Two da noch nichts bestätigt haben, aber Sony soll, wie gesagt, ein bisschen geplaudert haben. Wenn ihr diesen ganzen Artikel mal lesen wollt, ich verlinke euch den ganzen Artikel mal unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr selber mal nachlesen. Aber ich finde das ehrlich gesagt jetzt so
so oder so eine klasse Idee. Da ich sowieso PlayStation- und PC-Spieler bin, ja, macht das für mich jetzt keinen Unterschied. Aber für die Leute, die sich entscheiden, doch die neue Xbox zu kaufen, ja, und wenn ihr jetzt eine Xbox habt, die neue, und ihr wollt keine 30 Tage warten, um halt GTA 6 zu spielen, seid ihr doch dazu gezwungen, euch eine PlayStation 5 zu kaufen. Und genau das ist das ganze Marketingkonzept von Sony. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Sollte ich mir auch mal überlegen, sowas in der Art zu machen. Aber ich glaube, damit komme ich nicht weit. Ansonsten, was sagt ihr zu dem Ganzen, meine Freunde? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ansonsten, alle weiteren Links findet ihr unten in der Videobeschreibung, Freunde. Gebt dem ganzen Video einen Daumen nach oben, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, dann halt nicht. Ansonsten könnt ihr diesen Kanal noch gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Ansonsten bedanke ich mich jetzt noch recht herzlich fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Und ich sage noch, bleibt gesund, meine lieben Freunde. Bleibt treu, das ist das Wichtigste. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao.